Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Economio und wir wenden uns als erstes dem Thema der Stunde zu, nämlich der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, die es schon lange gibt, die nun aber schlagend wird und durch leichte Panik bei den Unternehmern auch im Mostviertel entstanden ist. Dass diese völlig unbegründet ist wiederum, das wird uns jetzt Herr Magister Geierliner von der WKO am Stetten erklären. Guten Tag einmal. Guten Tag, hallo. Wie gesagt, es gibt schon lange, jetzt tritt es in Kraft, aber es ist alles halb so schlimm, wenn man sich ein bisschen einliest. Kann man das so sagen? Ja, es ist vereinfacht gesagt, klingt es in die Richtung. Es ist immer die Frage, ist ein Glas halb voll oder halb leer. Richtig ist, das Thema Datenschutz ja bereits seit 2000 ein Thema ist. Mit dem Datenschutzgesetz 2000 wurden ja die Rahmenbedingungen festgelegt. Was jetzt neu ist, dass die Datenschutzgrundverordnung, die ja mit 25. Mai 2018 jetzt nun wirklich in Kraft tritt, reagiert wird auf die technologischen Neuerungen. Es hat sich halt seit dieser Zeit, vor 18 Jahren war Social Media und Co. halt noch nicht so ausgeprägt, hat sich da wirklich einiges getan. Darauf wird reflektiert und dieses Thema ist mittlerweile nun in der Wirtschaft angekommen. Es geht ja in erster Linie um Betroffenenrechte. Also ich bin jetzt Kunde bei X und was macht der mit meinen Daten? Wir zum Beispiel beim M4 haben ein CRM nun endlich aktiviert, das wir auch schon länger hatten aus diesem Grund. Kann man so sagen, es geht einfach nur darum, dass man aufpasst, wer in seine Daten einsieht. Die klassische Karteikarte, die auch der Lehrling in die Hand bekäme, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ja, aber auch das Thema ist nicht wirklich neu. Ja, Datenschutz, wie gesagt, hat seit über 18 Jahren bereits genau das im Fokus. Aufzuzeigen einmal, welche Daten verarbeite ich, in welcher Art und Weise, wer hat Zugang zu fremden Daten, was ist die Qualität auch dieser Daten, sind es jetzt rein personenbezogene Daten, sind es sensible, hochsensible Daten, sind es genetische, biometrische Daten, ja? Das alles einmal zu kategorisieren, auch zu dokumentieren, in welcher Art und Weise das bei mir im Betrieb auch Verarbeitung findet, das ist jetzt das Neue. Weil in der Vergangenheit war dieses Datenverarbeitungsregister, was hier abgelöst wird, vom Verarbeitungsverzeichnis, was nun jeder Unternehmer machen muss. Das ist das wirklich Neue. Das heißt, Thema Datenschutz ist jetzt runterverästelt bis zum kleinsten Ein-Personen-Unternehmer plötzlich ein Thema. Hier habe ich eine Dokumentationspflicht und das verunsichert die Unternehmer. Wir haben kammerseitig vor mehr als einem Jahr bereits mit Informationsveranstaltungen versucht, hier Bewusstsein zu bilden. Ja, und wenn ich daran denke, damals über 8000 Unternehmer eingeladen, ich glaube 15 Unternehmer waren da, war das auch ein starkes Signal, das Thema war kein Thema. Über den Jahreswechsel war plötzlich Sensibilität da und der Mai 2018 kommt schneller, als sich viele das wünschen. Und jetzt, eingangs wurde das als Panik bezeichnet, ich würde sagen, da ist jetzt eine gewisse Nervosität vielleicht da in der regionalen Wirtschaft. Wenn man sich mit dem Thema ein bisschen genauer auseinandersetzt, kommt man aber drauf, dass es momentan schlimmer klingt, als es in Wirklichkeit auch ist. Ihr seid natürlich bestens darauf vorbereitet, ihr habt ohnehin tausende Kunden und Beratungsgespräche im Jahr, jetzt wird es wahrscheinlich nur ein bisschen mehr sein. Man kann sehr viel downloaden. Was ist das Angebot der WKO in der Hinsicht? Es ist ein sehr umfangreiches Angebot und es ist schon wieder auch der Fluch von dieser Breite. Weil es ist mir auch selbst so gegangen, das Thema ist natürlich sehr, sehr breit. Und mit dem Angebot, was wir als Interessensvertreter vor allem digital ja zur Verfügung stellen, decken wir auch die Bedürfnisse eines großen Betriebes ab, wie eines kleinen Unternehmers. Und das erklärt auch die Fülle des Angebots. Es gibt einen Werkzeugkoffer, wenn man so möchte, einen Datenschutz-Info-Kit. Das ist an sich ein sehr schönes Tool, wie man neudeutsch sagt. Hier wird häppchenweise auf das Thema Datenschutz herangeführt, ist online verfügbar. Man braucht jetzt nur seine E-Mail-Adresse eingeben, erklärt sich auch bereit, dass die Daten weitergegeben werden und man bekommt in Abständen von einigen Tagen die Themen sehr gut aufbereitet zum Thema Datenschutz zugeschickt. Und das ist ein sehr schöner roter Leitfaden, der einem da zur Verfügung gestellt wird. Und wenn man dann weiß, dass es im Wesentlichen ein Verarbeitungsverzeichnis ist, zu Beginn, was notwendig ist, damit muss sich jeder Unternehmer auseinandersetzen, dass man auch darüber nachdenkt, was passiert, wenn mir Daten verloren gehen, wie gehe ich damit um, ja? Und wenn ich auch weiß,
dass sich auch jene Bereiche, die mit meinen Daten dann arbeiten, also das sind zum Beispiel auch Steuerberater, lohnverrechnungstechnische Daten, das können Lieferanten sein, generell Geschäftskunden, dass ich auch hier eine vertragliche Grundlage schaffe, dass Datenschutz gewährleistet bleibt, hat man im Wesentlichen die Wiese schon abgemäht in sehr einfach strukturierten Betriebsabläufen. Es gibt ja auch Themen, über die diskutiert man heute nicht mehr. Es gibt Abfallwirtschaftsbeauftragte, Brandschutzbeauftragte. Im öffentlichen Bereich gibt es zukünftig auch Datenschutzbeauftragte. Ja. Gerade bei der WKO, ihr habt ja einen Heer an Daten, einen Schatz an Daten, wird das sicher herausfordernd sein, oder? Ja, es ist schon auch eine Herausforderung. Ja, wir arbeiten kammerintern schon sehr lange zum Thema Datenschutz. Es sind auch die Abläufe mittlerweile in die Richtung auch optimiert. Stichwort Datenschutzbeauftragter. Ich habe heute auch jetzt vor diesem Gespräch sehr viele Telefonate schon geführt zum Thema Datenschutzbeauftragter, nämlich klassische Frage, brauche ich einen? Und die Standardantwort ist fast immer nein. Es sind nur sehr spezielle Bereiche, wo mit hochsensiblen Daten gearbeitet wird, wo das auch Kern meines geschäftlichen Tätigkeitsfeldes ist, wenn ich halt diese sensible Daten verarbeite. Was darf man sich darunter vorstellen, wenn zum Beispiel Daten im Zusammenhang mit Straftaten verarbeitet werden, Detekteien, Berufsdetektiv und so weiter, das wäre so ein klassischer Fall. Der müsste mit Datenschutzbeauftragten arbeiten. Der typische Metalltechnikbetrieb, der Fußpfleger, der Friseur, der Bäcker, der Fleischer, der ist weit davon entfernt, hier Datenschutzbeauftragte bestellen zu müssen. Falls es aber doch der Fall wäre, im Wifi gibt es natürlich wie immer Kurse dazu. Verschreckt wird man auch ein bisschen vom Strafrahmen. Ich glaube, das darf man auch nicht so ernst nehmen, oder? Geht es eigentlich auch im weitesten Sinne der Europäischen Union darum, so die richtigen Datenkraken zu erwischen, wie die eigentlich in Amerika sitzen? Ja, das war ja das Hauptmotiv auch der Datenschutzgrundverordnung. Ja, es war natürlich ein Dilemma, auch sehen zu müssen, wie schnell hier technologische Entwicklung passiert und auch zugeben zu müssen, dass der rechtliche Rahmen eigentlich sehr veraltet wirkt mit dem Datenschutzgesetz aus dem Jahre 2000, was ja auch auf Basis einer EU-Richtlinie damals in Österreich umgesetzt worden ist. Man hat jetzt darauf reagiert und hat auch irgendwie das mit einfangen müssen, dass es sehr große Anbieter, die international tätig sind, auch gibt. Und hier mit klassischen nationalen Strafrahmen zu agieren, hätte wahrscheinlich das Gesetz fast in die Phase einer Lächerlichkeit geführt. Und daher diese hohen Strafrahmen bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des Jahresumsatzes. Ja, die Oder-Variante ist natürlich, was viele Unternehmer abschreckt. Das kann sich jeder selbst schnell ausrechnen, wie hoch ein Strafrahmen sein kann. Strafrahmen bedeutet bis zu. Das heißt, er beginnt in Wahrheit bei null, ja, und endet dann bei schweren Vergehen halt bei der obersten Latte. Es gibt keine Erfahrungswerte, wie eine Datenschutzbehörde hier reagiert. Wahrscheinlich gilt ja auch eher beraten statt strafen. Aber es ist ein deutliches Signal in Richtung Global Player mit Daten sorgsam umzugehen. Wie weit hier dann der Arm einer europäischen Rechtsdurchsetzung reicht, Richtung Asien, Richtung Amerika, Richtung Afrika, bleibt einmal abzuwarten. Für Sie, falls Sie Fragen haben, steht Ihnen die WKO in erster Linie mal online, aber natürlich auch in der Bezirksstelle Amstetten jederzeit zur Verfügung. Wie gesagt, haben Sie keine Angst, das ist alles halb so schlimm. Apropos, wir haben auch online zum Beispiel hier eine Dokumentationspflicht, die übernimmt für uns unsere Agentur, die Q2E Online-Agentur, und da waren wir in St. Pölten zu Gast und haben uns angeschaut, wie man YouTube-Filme macht. Wir wissen es zwar, aber die Kunden dort wurden bestens unterhalten von Jürgen Adelmann und Bernhard Mayer.